In einer Welt, die sich so rasant digitalisiert wie unsere, spielt die Blockchain-Technologie eine immer zunehmend wichtige Rolle. Insbesondere die Tokenisierung von Finanz- und realen Vermögenswerten könnte sich in den nächsten Jahren als bahnbrechende Anwendung der Blockchain-Technologie erweisen. In diesem Kontext möchte ich dir einige spannende Entwicklungen oder auch Prognosen vorstellen, die ihm zeigen, wie tiefgreifend diese Technologie unser Finanzsystem und auch den globalen Handel beeinflussen könnte. Ich möchte mich da insbesondere auf das Projekt XDC konzentrieren. Das ist, wie ich finde, ein aufstrebender Stern am Blockchain-Himmel, der trotz eben seiner relativ kleinen Größe, in Anführungsstrichen, sage ich mal, enormes Potenzial birgt. Über ein Like und ein Abo, wenn dir mein Content gefällt, würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Im Kryptomarkt gibt es immer wieder unglaubliche Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. In meinem Wochenbericht stelle ich dir genau diese Möglichkeiten vor. Du bekommst wöchentlich detaillierte Altcoin-Analysen, bevorstehende Projektstarts, aktuelle Empfehlungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Airdrops und NFTs sowie auch Einblick in mein eigenes Portfolio, in dem ich Käufe und Verkäufe von mir anmelde. Und vieles, vieles mehr. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt fragst du dich bestimmt, was denn überhaupt das Projekt so macht. XDC ist eine Blockchain-Plattform, die eben auf die Bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet ist. Es handelt sich dabei um eine öffentliche, dezentrale Blockchain, die sowohl öffentliche als auch private Transaktionen unterstützt. Es kombiniert also Elemente von öffentlichen und privaten Blockchains. Und das ermöglicht es Unternehmen, vertrauliche Transaktionen durchzuführen, während sie gleichzeitig aber von der Sicherheit und Transparenz einer öffentlichen Blockchain profitieren. Das Netzwerk verwendet dabei einen einzigartigen Konsensmechanismus namens XINFIN Delegated Proof of Stake, also XDPOS, der darauf abzielt, hohe Transaktionsgeschwindigkeiten bei niedrigen Kosten zu erreichen, gleichzeitig aber Energieeffizienz zu gewährleisten. Und ähnlich wie bei Ethereum ermöglicht das XDC-Netzwerk auch die Entwicklung und Ausführung von Smart Contracts. Diese können dann für eine Vielzahl von Anwendungen wie Finanzen, Lieferkettenmanagement und auch automatisierte Vereinbarungen genutzt werden. Das Netzwerk zielt also darauf ab, Blockchain-Lösungen für verschiedene Geschäftsbereiche anzubieten, einschließlich Handel, Finanzierung und Lieferkettenmanagement. Und hierfür bietet es dann Werkzeuge und Ressourcen an, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind. Und der native Token des Netzwerks, DCC, wird dafür verwendet, um Transaktionsgebühren zu bezahlen und auch als Belohnung im Konsensprozess des Netzwerks. Er dient also nicht nur als Governance-Token, wie bei vielen anderen Projekten, sondern hat hier wirklich einen wichtigen Nutzen. Aber das ist noch nicht alles, denn das Netzwerk ist auch richtig stark darin, reale Finanzwerte digital abzubilden, also in Tokens zu verwandeln. Tokenisierung, falls du das nicht kennst, bedeutet einfach, reale Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Anleihen oder auch sogar Kunstwerke in digitale Tokens umzuwandeln, die dann auf der Blockchain repräsentiert werden. Und diese Tokens können dann gehandelt, übertragen oder in Smart Contracts verwendet werden. Es gibt mittlerweile wirklich viele Berichte da draußen, verfasst auch von Top-Leuten in der Branche, die zeigen, dass die Tokenisierung, also die Umwandlung von realen Vermögenswerten in digitale Tokens, ein gigantisches Potenzial hat. Wir reden hier über Märkte, die bis 2030 auf 10 Billionen US-Dollar an tokenisiertem Vermögen anwachsen könnten. Es gibt hier sogar nicht wenige Leute, die denken, dass 5 Billionen Dollar bereits bis 2025 erreicht werden könnten. Ich bin da noch etwas skeptisch, aber man weiß ja nie. Stell dir das mal vor, ein 5 Billionen Dollar schwerer Industriezweig in der Kryptowelt. Natürlich, ob wir diese Zahl wirklich dann letztendlich erreichen, steht in den Sternen, aber das Ziel ist klar, die Tokenisierung von allem Möglichen, von Immobilienfonds bis hin zu privatem Eigentum und Venture Capital. Sunil Senapati, der Chief Operating Officer von XINFIN, wurde mal gefragt, wie hoch er denn schätzt, dass der Anteil der globalen Handelsströme sein wird, die bis 2025 und 2030 Blockchain nutzen. Und seine Antwort war, dass es recht schwer zu sagen ist, wen wundert's, aber mit eben der zunehmenden Akzeptanz elektronischer Handelsdokumente, wie sie zum Beispiel, wie du hier sehen kannst, schon im britischen Parlament diskutiert werden, könnten wir bis 2025 einen zweistelligen Prozentsatz erreichen, vielleicht sogar, sagt er, 7 Billionen US-Dollar. Und jetzt stell dir mal vor, 10 bis 15% davon könnten durch XDC tokenisiert werden.
Das ist natürlich gewaltig. Bis 2030 und noch darüber hinaus könnten es sogar noch viel mehr sein. Es kommt halt echt darauf an, wie denn die Adaption voranschreiten wird. Und jetzt so eine Nachricht, die ich besonders spannend fand. Ein Projekt namens TradeTech, das auf XTC aufbaut, hat vor einer Weile schon einen US Treasury Bond ETF eingeführt. Dieser ETF, genannt USTY, bietet Zugang zu einem Index aus kurzfristigen in US-Dollar denominierten Staatsanleihen. Das ist besonders interessant für Leute im Kryptobereich, die schnelle Bewegungen lieben. Dieser ETF ist zwar momentan nur für kapitalstarke Anleger verfügbar und erfordert auch eine Registrierung, bietet aber dafür eine stabile jährliche Rendite von etwa 5,8%. Und weil es sich um US-Staatsanleihen handelt, ist es auch ziemlich sicher. Das Ganze wird nämlich von BlackRock verwaltet, dem weltgrößten Investmentunternehmen, und auf State Street, dem drittgrößten Administrator weltweit, verwaltet. Das zeigt, wie wichtig und auch einflussreich das XTC-Netzwerk im Bereich der Tokenisierung von Vermögenswerten werden könnte. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch meine Gedanken mit dir teilen und auch eine Prognose abgeben, wo ich denn XTC in den nächsten Monaten und Jahren sehe. Basierend nämlich auf meiner Analyse und Beobachtung des Marktes glaube ich, dass das XTC-Netzwerk ein enormes Potenzial für Wachstum und dementsprechend halt auch für Wertsteigerung hat. Zunächst einmal schauen wir uns mal die Zukunftsaussichten an, denn es ist recht wichtig, sich die Rolle des XTC-Netzwerks im Kontext der globalen Finanzsysteme anzusehen. Denn mit seiner Compliance zu den ISO 222 Standards und auch der Fähigkeit, CBDCs zu unterstützen, positioniert sich XTC als ein wichtiger Spieler in einem sich doch recht schnell entwickelnden digitalen Währungsraum. Und das könnte in den kommenden Jahren zu einer signifikanten Nachfrage und damit dementsprechend zu einer Wertsteigerung führen. In Bezug auf den Preis bin ich persönlich der Meinung, dass ein Anstieg auf 50 Cent durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Das würde dann auch eine Marktkapitalisierung von nahezu 7 Milliarden Dollar entsprechen. Wenn man bedenkt, dass der bisherige Höchststand bei etwa 19 Cent lag, wie du sehen kannst, wäre das doch eine beachtliche Steigerung. Aber ich halte es tatsächlich nicht nur für erreichbar, sondern eher für wahrscheinlich. Vor allem, wenn man die potenzielle Rolle von XTC in der Welt der CBDCs und auch die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen berücksichtigt. Darüber hinaus würde es mich wirklich nicht überraschen, wenn XTC sogar die Marke von einem Dollar erreicht. Das mag jetzt ambitioniert erscheinen, aber in einem voll entwickelten Bullenmarkt, unterstützt durch positive Nachrichten und auch die richtigen Entwicklungen innerhalb des Netzwerks, könnte das durchaus Realität werden. Wichtig ist aber dabei, dass das XTC-Netzwerk weiterhin solide Partnerschaften eingeht und sein Ökosystem, insbesondere die DApps, weiter ausbaut und verbessert. Ich möchte dich auf jeden Fall ermutigen, die Entwicklung des Projektes weiter im Auge zu behalten, denn wenn du in Kryptowährungen investierst oder planst zu investieren, könnte XTC eine interessante Option für dich sein. An der Stelle ist das aber keine Anlageberatung. Bitte mache immer deine eigenen Recherchen, bevor du in ein Projekt investierst oder eben nicht. Zusammenfassend glaube ich aber, dass das XTC-Netzwerk eine spannende Zukunft vor sich hat und dass es für Investoren, die bereit sind, eben sich mit den Risiken und Chancen des Kryptomarktes auseinanderzusetzen, erhebliche Gewinnmöglichkeiten bieten könnte. Jetzt würde mich aber deine Meinung interessieren. Wo siehst du denn XTC in der Zukunft? Schreib doch mal deine Preisprognose in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir das Video gefallen hat, und hoffe, dass du mir ein Abo hinterlässt, um keine weiteren Updates zu verpassen. Ich wünsche dir ansonsten einen wundervollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut! Deep in the shadows, a mystery voice is calling out my name as I'm burning in the flames.